Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück für mich in der ATB-Küche. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, war das für mich jetzt eine sehr lange Durststrecke. Das heißt, ich habe wirklich die letzten Monate mich hauptsächlich von Fleisch und Gemüse ernährt und konnte jetzt so leckere Dinge wie Mozzarella, wie ich hier heute mache, nicht in meine Ernährung integrieren und das fiel mir wirklich sehr schwer, wie ihr euch vorstellen könnt, weil ich bin eine absolut leidenschaftliche Köchin. Das heißt, ich liebe es, die Gerichte zu kreieren, etwas auszuprobieren, neue Sachen zu versuchen. Und diese Dinge sind mir wirklich jetzt in den letzten Monaten einfach nicht möglich gewesen. Jedenfalls konnte ich es dann nicht mitessen und das fiel mir wirklich sehr schwer. Überglücklich bin ich jetzt natürlich wieder zurück hier in meiner ATB-Küche und heute koche ich Hühnerbruststücke, Tomatenmozzarella. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz, das könnt ihr wirklich ganz einfach zu Hause nachmachen. Ich habe hier schon mal meine Mozzarella und meine Tomaten geschnitten, wirklich ganz, ganz easy, werdet nicht zu kompliziert bei den Rezepten. Ich mache wirklich alles immer sehr einfach und schnell, sodass es einfach nur in den Ofen rein und dann mache ich auch noch ein leckeres Dessert dazu. Heute gibt es den Vanille Cheesecake, den kennt ihr sicher schon von uns aus der ATB-Küche. Ich mache den Vanille Cheesecake aber heute mit Heidelbeeren. Das zeige ich euch dann später noch einmal, wie das dann alles zusammen aussieht. Zu diesem Tomatenmozzarella habe ich mir überlegt, dass ich Ofenkartoffeln dazu mache. Zwei kleine Ofenkartoffeln sind ja bei uns kein Thema in der Ernährung, ihr wisst ja, Energie brauchen wir an Trainingstagen natürlich auch, um die nötige Motivation und die nötige Energie fürs Training zu haben. Somit werde ich hier jetzt meine Mozzarella-Scheiben, die ich hier geschnitten habe, einfach hier in diese vorgeschnittenen Hühnerteile hier reinstecken, einfach aufschneiden, man bekommt ja da selbst dann ein Gefühl. Nur ich würde euch bitten, bitte schneidet es nicht ganz durch, weil ihr sollt es wirklich hier dazwischen reinstecken. Ihr müsstet auch bitte schauen, dass ihr ein Hühnerfilet verwendet oder eine Hühnerbrust verwendet, die etwas dicker ist. Ansonsten könnt ihr die Teile hier nicht inzwischen reinstecken. Das kommt dann einfach in den Ofen, bis es richtig gut durch ist, das Fleisch. Ich weiß da jetzt gar nicht, wie lange. Ich schaue dann einfach immer rein. Und dann könnt ihr es dann auch schon am Teller anrichten. Also das ist wirklich ein Ruckzuckgericht, was ihr super jeden Tag zubereiten könnt, wenn ihr Lust dazu habt. Natürlich gibt es da auch viele andere Varianten. Wir haben es auch schon mit Speck gemacht. Wir haben es schon mit Käse drüber gemacht. Also ihr könnt die Hühnerbrust Teile wirklich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten machen. So habt ihr auch immer eine tolle Abwechslung und ihr geht wirklich gerne in diese gesunde Ernährung rein und habt es auch wirklich täglich neu und abwechslungsreich. Das ist nämlich das, was mir in der letzten Zeit sehr abgegangen ist, muss ich wirklich zugeben. Diese Abwechslung hat mir einfach gefehlt. Diese Lust zum Kochen. Ich bin wirklich jeden Tag dann in der Küche gestanden und habe jeden Tag mein Faschiertes gebraten mit Zwiebel. Ich habe mir extra den Gemüseschneider dann geholt, weil ich ja wirklich jeden Tag 1,5 Kilo Gemüse geschnitten habe. Juhu! Salz und Pfeffer drüber, ich gebe das dann in eine Pfanne. Ich werde hier noch etwas Olivenöl in die Pfanne geben, einfach damit es dann nicht kleben bleibt am Boden. Wir brauchen ja nicht sparen mit dem Olivenöl, das ist ja schön. In meiner Diät durfte ich nur einen Esslöffel am Tag verwenden. Also ich habe da wirklich sehr genau darauf geachtet, dass ich das dann auch alles einhalte. Aber für eine gesunde und ausgewogene 8BB-Küche, wenn ich sage, ich will jetzt wirklich eine Bikini-Figur für den Sommer haben und will mich wirklich das ganze Jahr über fit fühlen, ist die 8WB-Küche wirklich optimal. Und ich kann euch versichern, es ist die einfachste und lustigste Diät, die es wirklich gibt, weil es gibt so viele verschiedene Rezepte, es gibt so viele tolle, leckere Varianten, sich wirklich Essen und Kochen zur Leidenschaft zu machen. Man muss nicht immer zu Pizza und Pommes greifen, sondern man hat wirklich die Möglichkeit, so gut. Ihr könnt das natürlich auch vorkochen, überhaupt kein Problem.
kocht es vor, gebt es euch in eine Tupperbox, nehmt es mit in die Arbeit, denkt nicht immer so kompliziert, weil viele immer zu mir sagen, oh, ich nehme dann einfach jeden Tag einen Riegel mit, weil das ist das Unkomplizierteste. Es ist auch wirklich unkompliziert, wenn ich einfach am Vortag 3 Hühnerstücke mehr mache, das gebe ich in meine Box rein, nehme das in meine Tasche mit und esse es dann in der Firma. Das ist ja auch absolut kein Aufwand. Also probiert es wirklich aus. Ich kann euch den Tipp geben. Wie das dann später ausschaut, zeige ich euch dann noch. Und in der Zwischenzeit mache ich da mal weiter, bis ich euch dann das leckere Endergebnis zeigen kann. Tschüss, dabei! So, ich habe jetzt meine ersten 4 Hühnerteile mal fertig gemacht. Ich habe sie hier in so eine Auflaufform gegeben. Das kommt jetzt in den Ofen. Ich habe hier, die Kartoffeln sind da jetzt schon mal drinnen. Die habe ich natürlich schon im Vorfeld reingetan. Die brauchen ein bisschen länger in der Alufolie. Wir werden dann, ich sag mal, 2 Hühnerstücke pro Person mit 2 Ofenkartoffeln dazu wäre eine optimale Portionsgröße, dass ihr wirklich 2-mal Aufbau habt. Ich sag mal 2 bis 3-mal Aufbau, weil es sind doch ziemlich große Hühnerstücke und der Mozzarella ist auch dabei und ihr habt dann jeweils eine Einheit Energie dabei mit 2 kleinen Ofenkartoffeln. Das kommt jetzt hier rein. Ich habe das jetzt schon vorgeheizt mit 160 Grad. Ich werde jetzt aber runterfahren auf 150 und mir das mal anschauen, wie schnell das geht, weil das Fleisch doch ein bisschen länger zieht. In der Zwischenzeit mache ich jetzt auch gleich die restlichen Fleischstücke fertig. Das ist immer gut, weil wenn ich am Nachmittag schnell einen Hunger habe, dann kann ich hier zum Kühlschrank gehen und kann mir das auch kalt aufschneiden und habe einen optimalen Nachmittagssnack. So, meine Lieben, ich habe jetzt meinen Cheesecake in der Zwischenzeit vorbereitet, weil mein Hühnchen Tomatenmozzarella im Ofen ist. Ich werde zu unserem Cheesecake-Rezept mit der 600 Gramm Milch, 750 Gramm Magertopfen, 30 Gramm Proteinpulver Vanille, eine Packung Puddingpulver, bitte ungezuckertes Puddingpulver, Bourbon Vanille. Ich habe hier das von Alnatura, das ist für mich das Beste vom Geschmack her. Etwas Sucrin haben wir drinnen, 75 ml Sonnenblumenöl, 1 Esslöffel Zitronensaft und 2 Eier. Zuerst die Eier steif schlagen, besser gesagt die Eier trennen, das Eiklar steif schlagen und dann die restlichen Zutaten in eine Schüssel geben, verrühren, dann das Eiklar unterheben, das kennt ihr sicher schon. Und jetzt kommen wirklich nur noch die Heidelbeeren oben drüber und ich mache das jetzt gleich ganz brutal und schütte die hier einfach jetzt in den fertigen Cheesecake hier rein. Und das kommt dann natürlich in den Ofen bei, dass ich euch nicht anlüge, 175 Grad vorgeheizten Ofen, circa eine Stunde backen. Aber ihr seht es dann natürlich wieder, es ist je nach Ofen immer unterschiedlich. Wir haben da jetzt so einen Dampfgarbackofen, sind maßlos überfordert damit und verwenden wirklich nur die halben Funktionen, weil wir momentan einfach noch nicht alles ausprobiert haben, was so ein Multifunktionsofen alles kann. So, mein Cheesecake, die Heidelbeeren sind jetzt verschwunden. Mein Cheesecake ist jetzt fertig. Ich habe hier so eine Silikonform, schaut eher aus wie ein Kugelkopf, aber alle anderen Formen sind bei mir heute leider vergeben. Jetzt kommt mein Hühnchen Mozzarella raus. Der Mozzarella ist jetzt wirklich sehr zergangen. Es ist natürlich auch etwas flüssig. Ihr holt es dann eben aus der Schale raus. Die Flüssigkeit, die rauskommt, ist ganz normal. Nicht, dass ihr euch schreckt. Es ist einfach so, weil der Mozzarella sehr viel Flüssigkeit enthält. Die Ofenkartoffeln sind dann auch schon fertig, die können wir auch schon rausnehmen. Und jetzt werden wir das alles am Teller anrichten, besser gesagt unser Tomaten-Mozzarella-Hühnchen. Zeige ich euch dann auch gleich. Also bis gleich. So meine Lieben, und fertig ist unser Hühnchen-Tomaten-Mozzarella mit den 2 Ofenkartoffeln. Ich habe hier noch einen Joghurt-Dip dazu gemacht, einen Knoblauch-Joghurt-Dip mit etwas Schnittlauch, Salz, Pfeffer und dann einfach in den Ofenkartoffel rein. Mahlzeit!
Willkommen zurück, meine Lieben. Und wie ihr seht, ist unser sehr, sehr leckerer Cheesecake mit Heidelbeeren jetzt auch schon fertig. Und wir werden diesen jetzt als Dessert genießen. Ich hoffe, euch hat das heutige Rezept, besser gesagt das heutige Menü von mir gefallen. Ihr werdet sehen, in Zukunft mache ich das sicher ganz, ganz oft für euch. Und es werden viele neue Videos dazukommen, wo ihr dann leckere Gerichte aus der 8WB-Küche nachkochen könnt. Ich kann euch garantieren, mein Michi hat gerade zu mir gesagt, ich bin so froh, dass wir jetzt unseren Alltag zurück haben. Glaubt mir eins, das bin ich auch. Wenn euch die Videos gefallen, einfach unseren Channel abonnieren und weiterhin dabei sein. Viel Spaß in eurem fitten Lifestyle. Eure Kathi. Ciao.